Jottenland auf der Adventure Southside. Hallo, hier ist der Ralf von Jottenland. Ich heiße euch herzlich willkommen hier auf der Adventure Southside, der Messe an der Lochmühle in Eiltinge für Abenteuer und Outdoor. Während um uns rum hier tausende von großen Autos stehen, die alles so für dieses, ich sag mal, gut equippte Reisen in die ganze Welt dann noch da sind, stehen wir hier mehr so für den Part des Bushcraft, Survival, Abenteuer, Pfadfinder, Schaulager. Und ja, da wollte ich euch einfach ein paar Eindrücke davon auch noch zeigen. Wir sind hier angereist mit der Vielzahl von unserer schwarzen Zelte, haben die zum Teil mit Inhalte bestückt für Workshops und Vorträge, teils mit Freunden teilen wir uns das Programm hier. Der Jan steht mehr für den Bushcraft-Teil, also wie mache ich Feuer mit einfachen Hilfsmitteln, wie kann ich viele Dinge ganz einfach tun, wenn ich allein im Wald unterwegs bin. Während so der Part von Jottenland dann so die ganze Kocherei am Lagerfeuer, allein schon deswegen, weil wir hier mit 40 Personen als Team auch sind, gab ja immer irgendeine Feuerstelle, die am Dampfen und am Rauchen war. Ich glaube, gestern waren zeitgleich dann 7 Feuerstellen im Einsatz, weil wir hatten dann auch noch Workshops wie Zimtschläge im Dutch-Ofen, Pizza auf dem Grill, auf Matago zuzubereiten, Sandwiches am Lagerfeuer sich zu machen. Die Lilly und Aaron, die haben stundenlang Crepe auf dem Lagerfeuer produziert, auf einer heißen Platte. Und so kam dann eins zum anderen. Dann eben die inhaltlichen Workshops, die viel mit Seile und Knoten und Holz zu tun hatte, wo man einfach lernt, solche Konstruktionen wie im Hintergrund dann auch aufzubauen, die richtige Knoten zu machen, die richtige Bünde zu machen und mit dem Zielpublikum tatsächlich auch von Kinder bis Senioren hatte man da wirklich alles, die da begeistert waren, sich auf diese Inhalte dann noch einzulassen. Es war schon so viel, dass es mir jetzt echt schwerfällt. Also ich muss hier noch mal kurz aus dem Bild gehen, ob man hier die Stühle vom Nils sieht, der hier immer wieder mit der Säge dann auch, nee, ich glaube, die stehen da rüber, der immer mit der Säge zwischendurch einfach wieder gezeigt hat, wie ich mir aus Baumstämme und einer Kettensäge dann einfache Sitzmöbel machen kann, die auch sehr schön sind. Feilt mir sozusagen die andere Seite in die Richtung, okay. und zum Schluss kann man eigentlich mit Leder das abziehen, dass es dann aufgerichtet ist. Okay. Und diese Wetzsteine, die man so aus der Küche kennt, die machen eigentlich nichts anderes wie den Grat, der ganz ganz fein ist, wenn er so ein bisschen geknickt ist, wieder aufrichten. Okay. Also da tut man eigentlich gar nicht wirklich abschleifen, sondern eigentlich nur in Form. Genau. Genau. Okay. So. Verschlingern, weißt du, wie ich meine? Ja. Das kann man mit zwei oder mit drei machen. Das ist nur, der geht jetzt nach, der reißt schon wieder. Warte. Spätestens
meistens beim Reinrollen dann schon, ja? Mit Füllung. Mit Füllung. Was denn? Nuss? Das ging schon mal schöner. Aber das Gute ist, bis der verbacken ist, verteilt er sich wieder. Schau mal, na, wenn du Fisch hast später, kannst du hier schauen, wenn diese Kieme hier, das sind die Kieme, da kriege ich die Luft durch. Ja? Die atmen durch die Kieme, die haben ja keine Lunge wie mir, ja? Die müssen ja Sauerstoff aus dem Wasser holen, dann atmen die. Und das sind die Kieme, da wird da wird's Wasser durchgepumpt und Sauerstoff entnehmen. Sie so. Wenn diese Kieme hier noch schön rot sind, dann ist der Fisch ganz frisch. Und wenn man drüber streichelt und die Schleimschicht noch schön glitschig ist, dann ist er auch frisch. Und das dritte Kriterium ist das Auge. Wenn das Auge nicht trübe ist, dann ist der Fisch ganz frisch. Und die Fische, die sind heute Morgen noch im Wasser geschwommen. Ja? Pflanze uns anschauen. Ich habe hier zwei Pflanzenbeispiele mitgebracht, die werden wir uns hier anschauen und auch mit allen Sinnen versuchen zu erfahren. Und so kam ein Programmpunkt zum anderen. Gestern war dann auch der bisher meistbesuchte Tag. Ich denke, das geht heute noch mal so weiter. Man sieht schon, dass uns wieder viele Leute auch in die Töpfe reingucken. Ein Highlight, wo dann auch alle Appetit gekriegt haben. Wir haben 40 Forelle auf dem Stecke gegrillt. Nicht zum Verkaufen, zum Bedauern von vielen, die zugeguckt haben, sondern für uns als Helferesse. Ja, das wird heute hoffentlich so weitergehen, aber die Eindrücke hier, die sollen genügen, um euch einfach zu zeigen, was Jotunland auf so einer Messe auch tut.
Und bis dahin sage ich Dankeschön und Tschüss, euer Ralf von Jodeland.